يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، liebe Geschwister, heute zu einem weiteren schönen Bittgebet aus dem Koran. Und zwar geht es heute um ein Bittgebet, welches wir die Überschrift geben können. Das Bittgebet für das Suchen oder Ersuchen nach einem gesegneten Abstieg oder Niederlassung. Und zwar geht es hier spezifisch um die Dua von Nuh a.s., als er so in seinem Schiff drin war, mit all seinen Angehörigen und all dem, was ihm anbefohlen wurde, mitzunehmen, sprach er folgendes Bittgebet, Allah ihm befehlend, قُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. Was so viel heißt wie Rabbi anzilni munzalan mubaraka. O Allah oder mein Herr, gewähre mir einen gesegneten Abstieg, Niederlassung. Wa anta khairul munzilin, denn du bist der Beste derjenigen, die Abstieg gewähren. Also sagen wir, dieses Bittgebet kann man auch auf Reise sprechen, da ja Nuh sich irgendwie oder irgendwo schon am Bewegen war oder in Klammern auf Reise war. Oder Abstieg, das Wort kann man auch allgemein verstehen als, wenn du irgendwo neu einziehst, gewähre mir einen gesegneten Abstieg in meine neue Wohnung. Oder wenn du auf der Reise an einer Raststätte hältst oder in einem Hotel oder ein neues Haus oder einen neuen Job sogar. Das alles kann man unter Abstieg oder Niederlassung untergliedern. Also sagst du dann, Rabbi anzilni munzalan mubaraka. O Allah, gewähre mir einen, hier geht es um den Baraka, einen gesegneten Abstieg, Niederlassung. Was dann verschiedenartig gedeutet werden kann, denn die Baraka ist ein allgemeines Wort. Wenn du beispielsweise auf der Reise bist und du machst Rast, dann sprich diese Dua. Ein gesegneten Abstieg würde dann heißen Schutz vor irgendwelchen Dieben oder Begleitung der Engel, dass sie ständig bei mir sind. Oder sogar kann man es natürlich, wie gesagt, für einen Einzug in ein neues Haus gewähren. Dann ist der gesegnete Abstieg hier vielleicht, segnet dich Allah subhanahu wa ta'ala mit einer rechtschaffenen Ehefrau, die mit dir wohnt. Oder wenn ihr schon zu zweit seid, mit rechtschaffenen Kindern, das ist dann hier der gesegnete Abstieg. Und das hat ja Nuh a.s. oder ihm wurde hier befohlen, diese Dua zu sprechen, damit er an einem gesegneten Abstieg ankommt. Und dann, فَاسْتَوَتَ عَلَى الْجُودِي, sagt Allah, so hat sie dann Rast gemacht auf den Berg Al-Judi und von dort an hat sich die Menschheit wieder vermehrt. Manche sprechen auch dieses Bittgebet und sagen, beziehungsweise die Jugendlichen sollen dieses Bittgebet erst recht sprechen. Warum? Weil sie dann eine Position im Leben, eine gesegnete Position im Leben erreichen werden. Denn irgendwo befindet sich jeder von uns auf der Reise. Und gerade am Anfang des Lebens, nach dem Abschluss, weißt du nicht, wohin geht's mit mir jetzt? Wie Nuh auf dem Schiff. Wo geht's mit mir hin? Also spreche dann, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Es gibt keinen besseren, der mir einen schönen Abstieg, Niederlassung, Platz gewähren kann, wo ich mich niederlasse, als du, ja Allah. Also das heißt, diese Dua wurde Nuh spezifisch beigebracht und uns ebenfalls danach vorbildlich, ihn nachahmend, diese Dua auch nach ihm zu sprechen. Oder manche sagen, das ist ein Bittgebet für Dua und Najah, nennen es manche. Die Dua für die Errettung. Denn während sie da in den Wellen waren, Allah beschreibt sie, fi mawjin kal jibal,
Die Wellen waren so groß wie Berge. Also Not und Drangsal. Ich brauche Errettung, ja Allah, spricht dieses Bittgebet. Genau so nennen es manche, das Bittgebet für Rettung. Und bei Verzweiflung könnte man es auch sprechen, wenn man nicht weiß, wohin mit mir. Soll ich diesen Job angehen? Soll ich da einziehen? Natürlich gibt es das Salatul Istikhara, das Bittgebet um die richtige Eingebung, aber das kann man dazu sprechen. Und wir haben oft gesagt, dass das zum Tadabburul Quran gehört. Sorgfältiges Nachdenken über den Koran ist, diese Bittgebete zu nehmen und sie in sein Leben einzubauen. Also wenn du nicht weißt, wohin mit mir, rechts, links, Mitte oder lieber doch zurück und von null anfangen oder soll ich lieber hoch oder doch lieber wieder runter, sprich dieses Bittgebet. Rabbi anzilni munzala mubaraka. O Allah, ich gebe dir die Entscheidung. Tu mich du an einem gesegneten Ort niederlassen. Ort, wie gesagt, Arbeitsplatz, Haus, Wohnung etc. etc. Also sagen wir, Rabbi oder Rabbana, anzilni oder anzilna, Mehrzahl, munzalan mubaraka, wa anta khairul munzilin. Eine wunderschöne Dua, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Bittgebete annehmen und besonders in diesem gesegneten Monat. Hada wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin.